So, trau dich doch. Komm doch her. Ach, na toll. Ja, egal. Da haben wir erstmal wieder eine schöne Explosion hier erlebt, ne? Aber okay, ich würde sagen, ich crafte mir mal an der Stelle ein paar 1.14er Items, ne? Hab ich nämlich Bock drauf im Prinzip. Und ja, ich guck mal, hier zum Beispiel haben wir dieses Fass, ne? Da brauchen wir irgendwie Slabs und sowas. Muss ich mal schauen. Ja, so. Da kann man das machen, ne? Und was kann man da nochmal einlagern, ist die Frage. Ah, da kann man einfach ganz normal Sachen einlagern oder was? Hä? Irgendwie weiß ich nicht, was das bringt. Kann ja auch gleich eine Kiste nehmen, ne? Na, das Fass ist etwas billiger, muss ich ja sagen. Denn, ja, das ist halt... Das wird halt aus Slabs gecraftet, ne? Wenn wir hier mal gucken... Ach so, warte. Wo war das jetzt? Ach, schon wieder... Ich finde schon wieder nicht... nee, das war's nicht. Das hier, genau. Das ist halt echt so ein bisschen billiger. Und es hat auch die gleichen Features und meistens haut das nicht hin. Irgendwie ist doch hier ein Haken dran, denke ich mir. Geht das eigentlich, wenn ich hier... Ah, das kann ich sogar so öffnen. Alter, da hat das ja noch mehr Vorteile. Hä? Und warum ist das dann billiger? Es müsste doch eigentlich teurer sein. In dem Fall, wenn das so viele Vorteile hat. Ich meine, dann mache ich mir jetzt nur noch Fässer und spare immerhin ein bisschen Holz. Und ich kann die viel besser, ja, hinlegen. Also quasi übereinander zum Beispiel oder so, ne? Oder halt, dass ich so einen Block drüber setze, einen soliden Block. Aber dafür kann ich keinen Doppelfass machen, ne? Also gehe ich jetzt mal von aus, wird doch eigentlich keinen Sinn machen. So, machen wir mal eins. Und ich teste es mal. Ja, es sind halt einzeln. Ich denke, das ist dann so der Nachteil wahrscheinlich. Und ja, ich schau noch mal, was kann ich noch machen? Lesepult. Oh, da brauche ich ein Bücherregal. Na, ich versuche mir das mal zu holen. Habe ich irgendwie hier Dings? Nee, Bücher nicht. Leder bräuchte ich dafür, ne? Habe ich aber auch nicht. Aber ich kann mir eigentlich mal Leder holen. Da habe ich irgendwie gerade Bock drauf, ne? So ein paar neue Items einfach ausprobieren, ne? Warum nicht? So, erstmal hier. Zack. Ah ja, ich habe ja noch ein Schwert gehabt, oh Mann. Naja, egal. Ich hole mir dann erstmal ein paar Kühe. Oder so. Ich glaube, da drüben waren welche, ne? Vielleicht kann ich die ja paaren mit Weizen. Obwohl, ja, das dauert jetzt zu lange, oder? Bis das Weizen gewachsen ist. Ich habe jetzt auch kein Bone Meal. Also ja, einfach töten, ne? Ich brauche ja eh nur schnell Leder. Und ja, was später ist, ist ja egal. So, ein Leder schon mal, zwei Leder, ich brauche drei, wehe, die droppen jetzt beide nix. Das wäre natürlich hier ein bisschen verarsche, ne? Ja, wie die mal rennen, so, bringt doch nix. So, eine Kuh behalte ich, ja? Das ist meine Ehrenkuh. Und ja, stimmt, Zuckerrohr habe ich rausgetan, hoffentlich. Nicht, dass es jetzt weg ist. Und ich jetzt wieder neu farmen muss und dann wieder nichts wächst, ne, wie man es kennt. Immer wenn man es braucht. Naja, egal. Ich hole mir nochmal einen Ofen, denke ich. Habe ich Holz, Stein? Ich glaube nicht gerade, ne? Ich müsste doch Stein haben, Alter. Ist doch scheiße sonst. Ach, hier ist das Zuckerrohr, stimmt. Okay, dann gucken wir mal wegen dem Bücherregal. Ach ja, ich brauche ja drei. So. Genau. Und dann irgendwie sowas. Zack. Ach ja. Man kann aber nicht die weiteren Blöcke anklicken. Also zum Beispiel Bücherregal jetzt, ne? Hätte man ja mal anklicken können, theoretisch. Aber ja, aus irgendeinem Grund geht's nicht. So, und da haben wir hier ein Lesepult. Wehe, das kann ich nicht abbauen. Ach doch, gut. So. Da kann ich irgendwie Bücher ausstellen, ne? Die kann man dann da direkt drin lesen. Ja, finde ich cool. Und ja, die sind halt auch gut dazu da, um in Dörfern Bibliothekare zu kriegen, ne? Die kann man sich jetzt so farmen irgendwie. Ja, wenn man da ganz viele Lesepuls hinstellt, verwandeln die sich alle. Und ja, finde ich cool, da kann man halt gut an Mending-Bücher zum Beispiel kommen. Aber die Angebote werden halt auch früher gesperrt als früher, ne? Die ganzen Sachen, ist auch ein bisschen schade. Na gut. So, ich guck dann nochmal, was haben wir noch für Rezepte hier.
Eichenholz, ja, okay. Ah ja, hier, Andesitstufe. Diese ganzen neuen Sachen, Granitmauer gibt's jetzt auch, Alter. Ist echt krass, was es da alles gibt. Ah, hier. Leute, das kann ich mir auch mal machen. Eine Laterne. Da will ich mal wissen, wie das, wie die aussieht. Da werden die Iron Nuggets auch endlich mal gebraucht, ne? Die konnte man ja früher nie gebrauchen. Irgendwie. Aber jetzt schon. Ja, nice. Kann ich die einfach so abbauen? Oder was brauche ich dafür? Brauche ich dafür eine Spitzhacke? Ah, zum Glück, ey. Ich dachte schon, ich krieg die jetzt nicht. Ja, okay. Dann mache ich da die hin, ne? Das ist doch voll gut. Ja, einfach so random die ganzen Blöcke hinklatschen. Ja, das ist doch geil. Dann haben wir hier natürlich eine Andesitmauer. Ah, kann ich nicht machen. Das habe ich halt nicht aktuell. Was ist das hier? Ah ja, Trockenbeton. Ja, okay, so ein bisschen Kram. Ah, hier, Kartentisch, stimmt. Den kann ich mir auch mal machen. Da machen wir einfach nochmal Papier hier. Ja, ich finde das gerade voll spannend, hier mal die ganzen Sachen zu craften, ne? Irgendwie habe ich da Bock drauf. Ah, ich habe wieder nicht genug Bretter, ey. Mann, kann ja nicht sein. So. Ja. Gucken wir mal, wo stelle ich den hin? Vielleicht hier? Dann kann man dann eben die Karten kombinieren irgendwie zu einer neuen. Finde ich auch ganz cool gemacht. Ja, gerade auch die Musik ist ganz schön, ne? Für den Hintergrund schön entspannt. Und ja, Kartentisch, Fass, ja. Was kann man noch machen? Was ist noch so neu? Räucherofen. Oh, den kann ich auch mal machen. Ah, und ich glaube, ich kann mir doch was machen. Und zwar hier Diorit. Eine Mauer. Ja. Stimmt. Ja. Dann machen wir hier einfach mal so eine Mauer. Mal sehen, wie es aussieht. Halt wie erwartet. Irgendwie blöd. Aber okay. Na, obwohl. Irgendwie hat's was, ne? Ich fände es halt cool, wenn es mal so Quarzmauern gäbe oder so, ne? Gibt's sie jetzt vielleicht? Ich meine, könnte ja sein. Aber ich glaube nicht irgendwie. Irgendwie erinnert mich hier so diese, aus dieser Perspektive, das an Staffel 6. Ja. Als wir damals den Strand weggegraben haben, ey, das waren Zeiten. Ja. Jedenfalls, ich habe derzeit echt Bock, hier sesshaft zu werden in der Staffel. Und ich will nicht mehr hier die ganze Zeit nur rumsitzen und nichts tun. Oder ihr wisst schon, was ich meine. Halt irgendwie rum existieren. Oder in irgendwelchen Dörfern wohnen oder so. Das macht halt doch nicht so Spaß, wie ich erst dachte. Ich dachte, dass so, ja, das wird schon gehen. Und das mache ich dann einfach mal. Aber nee, ist nicht. Also, ich habe da echt nicht mehr so Bock drauf. Und ja, ich weiß, ich habe jetzt schon wieder keine Themen wegen Studium angesprochen, ne? Aber irgendwie habe ich da auch gerade keinen Bock drauf gehabt. Und ja, wenn es halt so ist, dann sollte man es auch lassen, finde ich. Ja, dann hat es halt auch keinen Sinn. Ja, wenn man dann sich zwingt zu irgendwas oder so. Keine Ahnung, das muss halt nicht sein. So. Hier, ja, da kommt wieder was runtergefallen, ne? Sehr schön, werde ich wieder zugeschüttet hier. An der Stelle. Aber naja. So, dann hier wird alles abgebaut. Schön mitnehmen, ne? Und ja, ich würde sagen, ich mache dann mal hier das wieder aus Stein. Und dann gucke ich nochmal wegen den Rezepten. Ich will halt echt die Rezepte alle nutzen, die neuen. Jetzt haben wir auch genug Stein dafür. Für den Ofen, den wollte ich mir eh mal machen. Aber was kann man aus einem Räucherofen machen, ist die Frage. Ja, da schaue ich nochmal nach. Wo ist der überhaupt jetzt? Aber ich finde das Rezeptbuch echt cool, ne? Bei so Updates und so, wo du die ganzen Rezepte nicht weißt, gerade jetzt, wo es so viele gibt, da ist es echt besser, so ein Rezeptbuch zu haben. Oh, es geht hier viel schneller, wie es aussieht, ne? Finde ich cool. Aber ich glaube nur bei Essen, ne, geht das hier. Sonst kann ich den Ofen gar nicht verwenden. Und ah, ja, kann ich sogar Sachen noch reintun. Ah, guck mal hier. Da kann ich nur Essen reintun, ne? Sonst nix. Also Eisen oder so geht nicht. Muss ich mal austesten. Aber ich denke, dass es schon so ist, weil sonst wäre es irgendwie sinnlos, den Ofen überhaupt zu haben. Und ja, was haben wir hier noch? Ja, polierter Diorit, ne? Kann ich mal machen. Ganz großes Kino. Ach ja, eine Armbrust, stimmt. Aber da brauche ich auch Strings und so. Und die habe ich aktuell nicht.
Ja gut, dann lasse ich es erstmal. Aber ich denke mal, ich beende ja auch erstmal die Folge, ne? Ich kann noch mal gucken. Nee, das geht echt nicht hier rein, oder? Nee, kann ich nicht machen. Okay. Ja, schon mal interessant. Also damit geht echt nur Essen. Und ja, ich werde nächstes Mal schauen, dass ich noch mehr Rezepte mache oder so, ne? Finde ich auf jeden Fall gerade ganz cool hier. Und ja, ich glaube, ich mache hier einfach mal ein Thumbnail von. Oder so. Ja, das geht doch. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und tschüss.